Hallo ihr Lieben, heute reden wir über Genitivpräpositionen. Welche Präpositionen verlangen den Genitiv? Das schauen wir uns heute an. Los geht's! Während ist eine Genitivpräposition. Während der Besprechung ist er eingeschlafen. He fell asleep during the meeting. Während der Besprechung ist er eingeschlafen. Während meines Vortrags musste ich kein einziges Mal auf meine Stichpunkte gucken. During my presentation, I didn't have to take a look at my notes at all. Während meines Vortrags musste ich kein einziges Mal auf meine Stichpunkte gucken. Während der Vorlesung sollten alle Studenten ruhig sein. During the lecture, all the students should be quiet. Während der Vorlesung sollten alle Studenten ruhig sein. Während meines Skiurlaubs habe ich kein einziges Mal an Jan gedacht. During my ski trip, I didn't think of Jan at all. Während meines Skiurlaubs habe ich kein einziges Mal an Jan gedacht. Trotz means in spite of. Trotz seiner Knieschmerzen ist er laufen gegangen. In spite of his knee pain, he went running. Trotz seiner Knieschmerzen ist er laufen gegangen. Trotz ihrer Platzangst ist sie in den Aufzug gestiegen. In spite of her claustrophobia, she got into the elevator. Trotz ihrer Platzangst ist sie in den Aufzug gestiegen. Trotz der Kälte machen wir einen Spaziergang. In spite of the cold, we're taking a walk. Trotz der Kälte machen wir einen Spaziergang. Trotz seines Übergewichts isst er jeden Tag fettiges Essen. In spite of being overweight, he eats fatty food every day. Trotz seines Übergewichts isst er jeden Tag fettiges Essen. Anstatt means instead. Anstatt eines Burgers hat er einen Salat bestellt. Or you can say, statt eines Burgers hat er einen Salat bestellt. Instead of a burger, he ordered a salad. Statt eines Burgers hat er einen Salat bestellt. Statt Frühlingsrollen hat sie Sommerrollen bestellt. Instead of spring rolls, she ordered summer rolls. Statt Frühlingsrollen hat sie Sommerrollen bestellt. Ich liebe Sommerrollen. Statt eines Geschenkgutscheins möchte sie Papa lieber ein Buch schenken. Instead of a gift certificate, she'd rather give Dad a book. Statt eines Geschenkgutscheins möchte sie Papa lieber ein Buch schenken. Statt einer Kreuzfahrt würde sie lieber in den Alpen wandern gehen. Instead of going on a cruise, she'd rather go hiking in the Alps. Statt einer Kreuzfahrt würde sie lieber in den Alpen wandern gehen. You can also say, statt eine Kreuzfahrt zu machen, würde sie lieber in den Alpen wandern gehen. Wegen. Wegen means because of. Wegen der Hitze ist der Unterricht ausgefallen. Because of the heat, the classes were cancelled. Wegen der Hitze ist der Unterricht ausgefallen. Wegen seiner Angst vor Aufzügen ist er die Treppe hochgegangen. Literally, because of his fear of elevators, he went up the stairs. Wegen seiner Angst vor Aufzügen ist er die Treppe hochgegangen. Wegen der vielen Mücken sind wir reingegangen. Because of the many mosquitoes, we went inside. Wegen der vielen Mücken sind wir reingegangen. Wegen seiner Sturheit können wir nicht miteinander arbeiten. Because of his stubbornness, we can't work together. Wegen seiner Sturheit können wir nicht miteinander arbeiten. Innerhalb means within. Innerhalb des Kinos darf man nicht rauchen. Within the movie theater, you can't smoke. Or you're not allowed to smoke. Innerhalb des Kinos darf man nicht rauchen. Er wird innerhalb einer Stunde ankommen. He's going to arrive within an hour. Er wird innerhalb einer Stunde ankommen. Die Karten waren innerhalb einer Woche ausverkauft. The tickets sold out within a week. Die Karten waren innerhalb einer Woche ausverkauft. Innerhalb eines Monats, nachdem sie ihn kennengelernt hatte, hat sie ihn geheiratet. Within one month after meeting him, she got married to him. Innerhalb eines Monats, nachdem sie ihn kennengelernt hatte, hat sie ihn geheiratet. Außerhalb means outside of. Er lebt außerhalb der Stadt. He lives outside the city.
Er lebt außerhalb der Stadt. Die meisten unserer Kleidungsstücke werden außerhalb Europas produziert. Most of our clothes are produced outside of Europe. Die meisten unserer Kleidungsstücke werden außerhalb Europas produziert. Außerhalb der Sprechzeiten können Sie uns eine E-Mail schreiben. Outside of office hours, you can send us an email. Außerhalb der Sprechzeiten können Sie uns eine E-Mail schreiben. We talk about Sprechzeiten when we refer to consultation hours at a doctor's office. And we talk about Öffnungszeiten when we talk about the opening hours of a store, for example. So Sprechzeiten is at the doctor's office. Öffnungszeiten, basically any store. So, jetzt wisst ihr, wie man Genitivpräpositionen benutzt. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!